Ich kämpfe hier nur ein bisschen mit meinen Kopfhörerkabeln. Gleich habe ich's. Ich finde die Sterne faszinierend. Ist tatsächlich so. Ich würde gerne Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünftklässler. Cool. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Der hat so ein bisschen Hermine-Vibes, der Typ. okay, wir haben alle kennengelernt, die wir kennenlernen wollten. Das heißt, wir können losgehen Richtung Professor Weasley. Die wartet schon auf uns. Da ist sie, die Gute. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. Ey, Carsten! In Anbetracht Ihrer besonderen das Situation ist ja ewig her. In der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff Schön, aufholen, dich zu sehen. Um nicht zurückzubleiben. Cool! Danke für den Raid. Wird am Ende des Jahres ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Sehr cool, dass du rübergekommen bist, Danke, Carsten. Das freut mich. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Jo, das machen wir. Wie ist sie eigentlich hier reingekommen, wenn sie zu doof ist, die Rätsel zu lösen? Ich frag ja nur mal, weil sie war bestimmt in Gryffindor. Können Sie ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren? Ist immerhin eine Weasley. Ganz neu? Nein. Also ich habe die 244 Spielstunden schon in Hogwarts Legacy. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, bis ich mit dem Streamen angefangen habe. Ich bin schon seit ein paar Jahren gehypt gewesen auf das Spiel. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Und dementsprechend war ich auch gleich bei der Sache, als es rauskam. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Das machen wir. Und da haben wir auch schon was. Das wird auch so ein Ding sein, deswegen wir viel Revelio spammen werden. Handbuchseiten suchen. Aber so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Genau, wir haben dann hier, das ist das Menü, was ich eben meinte. Wir haben hier die Herausforderungen, wo man Zeug sammeln muss und dann jeweils Belohnungen dafür bekommt. Wir müssten jetzt, glaube ich, auch, ja, wir können jetzt auf alles zugreifen. Es gibt dann hier die Sammlungen, wo wir quasi unser ganzes Zeug sammeln, Werkzeuge, Tränke, Klamotten, schlag mich tot, alles mögliche. Da werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen dran machen. Das ist die Ausrüstung. Ich habe es euch hier angedroht, dass ich, sobald es geht, den Umhang ablegen oder ändern werde. Die zugeknöpften Umhänge, interessanterweise, die haben diese Clipping-Probleme nicht. Du hast, okay, du bist, 244 ist, ich weiß, 152 und im dritten Run, okay. Beim ersten habe ich mir auch Zeit gelassen, 20 Stunden Hufflepuff aus Super Nett und Lieb, zweiter Run Ravenclaw. Ich habe meinen
Account ja auch mit der Wizarding World verbunden, sodass ich quasi den Zauberstab, der bei so einem Test rauskam, und mein Haus da hatte. Haus prügelt sich bei mir immer so ein bisschen zwischen Ravenclaw und Slytherin. Also ich kippe da immer so ein bisschen hin und her. Und jetzt haben wir eben Ravenclaw gemacht. Ich habe alle Häuser schon einmal durch. Also ich kenne auch die exklusiven Quests und den ganzen Bums. Aber ja, jetzt spiele ich es einfach nochmal im Stream, weil es immer noch Spaß macht. So, Umhang aus, dann habe ich das Clipping-Problem weg. Das geht nämlich echt brutal auf den Keks, wenn dauernd irgendein Umhang da hinten rum am Clipping-Fehlern ist. Ja, wir haben Schals. Ich finde das tatsächlich ganz schön. Zu manchen Sachen passen die ganz gut. Ich mag den Schal ganz gerne. Das ist ein DLC-Set, das ich hier habe. Dieses Umhang der dunklen Künste. Du bist zwischen Ravenclaw und Hufflepuff am Schwanken. Ja, Hufflepuff hatte was ganz Besonderes dabei. Also die konnten wohin gehen, wo kein anderes Haus hingehen kann. Aber ich fand, das ist sehr schnell und sehr kurz abgefrühstückt worden. Also so ganz, naja. Geht besser. Noch hat das Zeug ja alles keine Stats, das wir hier haben. Deswegen müssen wir es auch nicht unbedingt anlegen. Das wird aber mit der Zeit alles noch kommen. Ja, also es war schon cool, dass man da hin durfte. Raffiniert? Definitiv. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen, im Schloss und auch außerhalb. Ich finde es generell ein bisschen schade, dass wir in dem Spiel den Patronus-Zauber nicht bekommen haben. Und er ist ja im Spiel. Also er wird ja in der Hufflepuff-Hausquest angewendet. Also wäre es ja theoretisch möglich gewesen. Deswegen finde ich es noch trauriger, dass wir ihn nicht bekommen haben. So, hier sind schon lauter Rätselsachen. Machen wir alles mit der Zeit. Wir folgen erstmal Professor Weasley. Ja. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Genau. Enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Die schönen Flohflammen. Kennen wir auch aus Harry Potter. Da ist es meistens über Kamine passiert. Hier passiert es etwas im kleineren Maßstab. Das ist das Schnellreisesystem. Flo, nicht Klo. Flo. Ja, ich finde Phineas auch ganz furchtbar. Also ganz grausig. Aber wir wissen ja auch aus den Harry Potter Büchern und Filmen, dass die Familie Black im Großen und Ganzen ein bisschen schwierig war. Und da macht offensichtlich Phineas Black auch keinen allzu großen Unterschied. Genau, wir wollen hier hin, zur Haupthalle reisen und los geht's. Das ist unser Schnellreisesystem. Ja, Dumbledore, ich habe auch gesagt, dass das echt Lichtjahre entfernt ist von allen Dumbledore-Vibes, die wir so haben. Wir haben zwar zwei... Ja, definitiv. Wir haben in meinen Augen zwar zwei Dumbledores. Wir haben den aus Teil 1 und 2, Richard Harris, das war der freundliche ältere Herr. Und wir haben Michael Gambon, der war etwas mehr Haut drauf und etwas, ja, das war eher der scharfsinnige und machtausstrahlendere von beiden. Das Herz des Bienenstocks, unser King's Cross sozusagen. Worauf ich damit hinaus will, ist einfach immer nur, dass ich finde, die Dumbledores haben sich sehr verändert von Harris zu Gambon. Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was sie auf dem Weg verloren haben. Das möchte ich auch gerne tun. Eigener Zauberstab wäre schon schnieke. Okay, dann quatschen wir mal noch ein bisschen. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Ja, in Goblet of Fire hat der Michael Gambon Dumbledore auch Harry auch nicht wirklich calmly gefragt, ob er seinen Namen in den Feuerkelch geschmissen hat. Das war schon etwas energischer.
Aber das hätte Michael Gambon auch nicht gestanden, diese sanfte, ruhige Art von Richard Harris in den ersten zwei Teilen. Der hat halt aus Dumbledore das gemacht, was zu ihm gepasst hat, und das hat er sehr gut gemacht. Muss man sich halt irgendwie entscheiden, welchen Dumbledore man lieber mag, oder man mag einfach beide. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Ja, Professor Hackett ist in der Tat wahnsinnig talentiert. Hatte auch einen interessanten Beruf. Kommen wir noch zu. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Tom Felton, ja, der hat tatsächlich sehr viel improvisiert. Immer wieder mal ein paar Szenen gefunden auf YouTube, die irgendwie anders waren. Okay, danke, Professor. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Okay. Die bohrt schon ganz schön nach. Das heißt, die... Ich lüge nicht so gerne. Deswegen werden wir gleich in der Tat sagen. Auf der anderen Seite wollte ich noch sagen, Zusatzaufgaben sollten für einen Ravenclaw, die ja sowieso etwas engagierter sind beim Lernen, eigentlich ja überhaupt kein Problem sein. Deswegen beschweren wir uns da auch nicht. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und... Mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Fink hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Das nehme ich auch an. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Fink, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Das mit dem, das mit Gryffindor zum Mainstream, habe ich auch gesagt. Und schön, dass du das auch so siehst. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ich fand auch, dass das Spiel sehr motiviert hat, das Ding nochmal zu spielen. Deswegen habe ich es ja inzwischen auch, glaube ich, 5-mal durch. Oder 6-mal? Irgendwo so, irgendwo da so. Und ach ja, Sebastian Sallow, den werden wir gleich kennenlernen. Dann sage ich ein bisschen was zu ihm. Erstmal sprechen wir noch mit Professor Fig. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Das ist ja... Da muss ich gleich mal eine Lanze brechen. Slytherin ist nicht gleich böse. Da ich mich zu diesem Haus ein bisschen hingezogen fühle, muss ich das verdeutlichen.
Slytherin ist halt, ja, sie werden oft mit dem Bösen verbunden, weil da eben die meisten dunklen Zauberer herkommen, blabliblub. Aber man muss halt daran denken, dass wahnsinnig viele aus Slytherin kommen, sei es ein Severus Snape, sei es ein Regulus Arcturus Black oder sonst irgendwie. Eigentlich ist der Kernpunkt von Slytherin strebsam, sie wollen Ehrgeiz, Macht, Intelligenz. Sie wollen halt, sie streben nach ein bisschen Höherem und oft auch nach Anführerpositionen. Und ja, oft kamen die Bösen aus Slytherin, aber ich erinnere zum Beispiel an einen Barty Crouch Jr. aus dem vierten Teil, der war ein Ravenclaw. Ich erinnere an einen Peter Pettigrew, der war ein Gryffindor. Das Haus sagt nicht sofort, du bist ein Slytherin, du wirst bestimmt mal böse. Da muss ich gleich... Nee. Sonst wäre ich ja auch irgendwann böse, weil ich mag Slytherin sehr gerne, ich liebe Schlangen, ich habe schon gesagt, ich finde es total schade, dass der Charakter hier kein Puzzlemund sein kann. Also ja, ich mag Slytherin tatsächlich sehr, sehr gerne. So, alles klar, weiter geht's. Ja, Sir, aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Genau, jetzt das auch noch, ja. Ist tatsächlich so, dass mir gerade aus dem Stand auch kein Todesser oder dunkler Zauberer auffällt, der in Hufflepuff war. Das ist tatsächlich korrekt. Gryffindor hatte welche, Ravenclaw hatte welche, Slytherin sowieso. Aber Hufflepuff fällt mir aus dem Stand tatsächlich auch keiner ein. Aber da gab es bestimmt mal einen. Kannst in Hunderten von Jahren doch nicht einen einzigen dunklen Zauberer aus Hufflepuff gegeben haben. So, wir haben zwei Questmarker, einmal Zauberkunst und einmal Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir fangen mal mit Verteidigung gegen die dunklen Künste an und gehen von da weiter zur Zauberkunst. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Das ist wohl richtig. Ja, ich mag Verteidigung gegen die dunklen Künste sehr gerne. Aber ich glaube, das sage ich schon länger, ich glaube, dass der Beruf, den ich ergreifen würde, wenn ich in dieser Welt leben würde, Zauberstabmacher wäre, weil ich das so fucking faszinierend finde, was diese Zauberstabmacher so tun. Das wäre einfach voll mein Ding. So, erstmal in die falsche Richtung laufen, kann ich. Wir gehen mal los, genau, V drücken, dann zeigt uns hier der Schnipsel an, wo wir hin müssen. Um die Seite kümmern wir uns später, das können wir noch nicht. Das heißt, wir begeben uns erstmal direkt zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da wird uns immer noch der Weg angezeigt, das ist alles später hier. Am Anfang kann man erstmal ziemlich straight spielen, weil man muss sowieso erstmal bis zum gewissen Punkt in der Story spielen, um alles zu kriegen, was man so machen kann. Auch das Gilden kommt erst ab einem gewissen Punkt hier in der Story. Das heißt, zu Beginn kann man ruhig erstmal straight reingehen und dann irgendwann mit dem Nebengeplänkel anfangen. Das macht's ganz angenehm. Los geht's! Stupor! Stupor!
alles? Der war aber ein bisschen heftig, Sebastian. Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebriden. Das ist genau mein Humor. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Professor Hackett war eine Unsägliche. Soweit ich das verstanden habe, arbeiten Unsägliche in der Mysteriumsabteilung, da wo auch die Prophezeiung in Harry Potter war. Allerdings haben wir in Harry Potter nur eine Abteilung der Mysteriumsabteilung gesehen. Die besteht eigentlich aus 5 Abteilungen, wo unterschiedliche Aspekte erforscht werden. Und die Unsäglichen wachen über diese Abteilungen und forschen da. Die haben dadurch eine extrem hohe Qualifikation. Die dürfen mit niemandem über ihren Job und ihre Aufgabe reden. Deswegen ist da so wenig drüber bekannt. Aber das macht Professor Hackett so kompetent. Und deswegen ist sie da auch in einem gewissen Maß stolz drauf. Was absolut in Ordnung ist. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. So, man sieht schon, das Ding hat ein Schutzschild. Das wird also nichts werden. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Ihr seht schon, der Zauber unten hat eine Farbe und das Schild auch. Ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Das wird auch noch witzig, wenn wir dann mehr Zauber drauf haben, weil das, ja, gibt ein paar Farben. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Da ist Sebastian. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das sollten wir doch hinkriegen, Sebastian, oder? Das ist ein Glück. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Würde ich auch sagen. So, das war's schon mit dem guten Sebastian. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Und ja, ich mag Sebastian. Das ist einer meiner großen Schwächen in dem Spiel. Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen.
Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Ich habe mich bisher in jedem meiner Runs mit ihm angefreundet. Das war genug aufregend. Ich habe es nicht über mich gebracht, ihn zu verpfeifen. Aber dazu kommen wir noch. So. Haben wir erstmal wieder was, was wir einsacken können? Das Skelett eines schwarzen Hebriden. Ein schwarzer Hebride ist ein Drache. Ich denke, das ist an diesem Skelett unschwer zu erkennen. Drachen spielen in der Harry Potter Welt ja durchaus auch eine gewisse Rolle. Wir können nochmal eine Runde mit Sebastian schnacken, was ich gerne mache. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Genau, wenn wir ehrlich sind, haben wir schon mit unserem Zauberstab gekämpft und wir sind halt auch ehrlich. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ach, ich liebe es, wenn Sätze so anfangen. Sehr schön, okay. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Es macht nie Spaß, sich an zu viele Regeln zu halten. Alles klar, dann haben wir Sebastian auch kennengelernt. Können wir schon... Moment mal. Stufe 2, ja. Nee, wir können das Gespräch mit Professor Hackett noch nicht führen. Das machen wir dann später. Die hat mir noch ein paar interessante Sachen zu erzählen. Dann machen wir uns jetzt auf die Socken zur Zauberkunst. Dass wir dann auch zeitnah nach Hogsmeade kommen und uns einen richtigen Zauberstab organisieren können. Da haben wir noch eine Seite, die nehmen wir direkt mit, wenn sie uns schon so anlächelt. Hilft ja beim Leveln, habe ich gehört. Der Zauberkunstlehrer in dem Spiel ist auch ziemlich cool. Selber ist er auch ein Slytherin, was ich auch sehr interessant fand, weil so wirkt er im ersten Moment nicht. Aber er ist sehr sympathisch und sehr verspielt. Lernen wir ihn kennen. Ja. Wir werden ja immer wieder darauf angesprochen, Carsten, auf unsere häufige Abwesenheit. Zumindest Professor Weasley entgeht das nicht. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Jetzt mal im Ernst, wirkt der Typ wie ein Slytherin? Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Ja, Merlin, kennen auch eher. Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf.